Also gut, zumindest hat sich schon mal eine Person angerufen. Die Frage ist jetzt, müssen wir noch jemand anderes anrufen? Es ist doch nicht wahr, ey. Dr. Harvey wollte nicht, die Helena haben wir. Sisi ist die Im Tochter Moment wüsste Amanda. ich nicht. Tjo. Der Speisesaal wird auch noch nicht offen sein. Den Speisesaal lasse ich. Nein. Aber was um Gottes Willen müssen wir denn hier noch machen? Alle Mitglieder des Clubs der 122. Lämmer. Da kommen wir nicht mehr hoch, glaube ich, ne? Ein bisschen weiter, bitte. Weiter. Da ist nur das Münztelefon. Ich weiß es nicht. Oh, Mädchen, lauf doch. Das ist so müßig. Alter. Das ist nur Ein das Telefon. Münztelefon. Ja. Zwar ganz schön altmodisch. Ein Münz. Ein Münz. Ein Münz. Hier müssen wir noch was machen. Dann gehen wir halt nochmal zurück. Zum Dr. Styles. Haus? Ja. Hinterhof, ja. Schön, schön, schön. Hartfield, schön. Ah, vielleicht ist sie jetzt. Waren wir schon mal hier, als sie dann hierher gekommen? Waren wir schon mal hier, als wir gesehen haben, dass Angela das Gebäude verlassen hat? Das ist eine gute Frage, denn ich weiß es nicht mehr. Ach so. Der Schlüssel zum Turm. Natürlich, bitteschön. Ich weiß nicht, was los ist, aber heute will sie einfach nicht rennen. Oberste Stockwerk, logisch, ja. Und hier ist auch keiner. Und ich weiß. Wir können hier nichts machen. Da ist ein Fleck. Ja, schön. Und ich erspare uns einen Screen, indem ich hier nochmal draufklicke. So, sonst hätten wir jetzt halt wieder rausgemusst aus der Tür und dann wieder hier. Das wären drei Stück gewesen. So haben wir nur einen jetzt. Danke mir später. Ich nehme das Wenn, dann Handy. benutze ich das Handy. Dann sagen wir jetzt Dr. Styles, dass wir Helena Bescheid gegeben haben, dass das Experiment wie geplant stattfindet. Das wird ja wohl zu machen sein. Nein, ist es nicht. Ich wüsste im Moment nicht, was ich ihn fragen könnte. Es ist gerade echt müßig, ganz ehrlich. Das nimmt so ein bisschen den Flow raus. Es kann auch sein, dass ich einfach nur zu dämlich bin und das hier alles jetzt gerade im Moment nicht so ganz kombinieren kann, aber was haben wir denn noch für Möglichkeiten, wenn keiner da ist? Die sind irgendwo alle verstreut. Den Harvey haben wir in der Bibliothek gesehen, aber wir wissen ja, dass wir nichts in der Bibliothek gerade zu suchen haben. Dafür sind ja diese Markierungen bzw. Hinweise da mit der Farbe der, Hallo, der Sam. Kann ich irgendetwas für dich tun? Im Moment nicht, danke. Nee, hilf mir nicht. Mehl? Auch ganz ehrlich,
Ist das Mehl? Kann ich etwas davon haben? Das schmeckt aber besser, wenn es in einem Kuchen ist, meine Liebe. Ich würde Sie abknutschen, wenn Sie jetzt einen Kuchen aus dem Ärmel zaubern könnten. Aber ich brauche nur ein kleines bisschen für was anderes. Nimm so viel du brauchst, Liebes. Nimm so viel du brauchst. Ganzer Mehl ist weg. So geht's halt auf. Also irgendwas ist halt los, dass sie nicht rennt. So, ich wollte Blitzpulver kaufen, ich wollte irgendwelches Pulver kaufen. Jetzt nehmen wir uns einfach Mehl aus der Küche. Warum auch nicht? Oh ja, komm, schließt du so auf, bitte? Was sehen wir oben? Die Fratze von Angela. Angela. Mehl. Aber wir konnten noch mit dem Fleck gar nichts. Und jetzt geht's doch. Aha. Die Hand ist klein. Kleiner als meine. Das muss die Hand einer Frau sein. Spricht gegen Linkweller oder Malik. Vielleicht ist ja noch jemand in die Sache verstrickt. Das ist der Handabdruck des Spions. Wenn ich herausfinde, wer es ist, kann diese Person was erleben. Das ist der Hand. Das ist der. Das ist der. Nicht wieder irgendwas. Das ist der. Nicht wieder irgendwas übersehen hier. Hier blinkt das noch immer. Wir müssen noch immer was tun. Es ist doch nicht. Wenn ich jetzt runtergehe. Vermutlich hat jemand Stunden hier oben auf diesem Stuhl ver... Okay. Ich erwarte jetzt jede Minute eigentlich ein Screen. Staubige Treppe. Ja, das hatten wir auch schon. Geh runter, um die Treppe anzugucken, bitte. Jemand benutzt diese Treppe. Das ist ganz sicher der Penner, der David ausspioniert. Ja, haben wir das Mehl jetzt gar nicht mehr? Wie viel Mehl hatten die da drauf geschüttet, ey? Mephistopheles hat sie mir geschenkt. Ich frag mich gerade, ob diese Laura wirklich tot ist. Ich weiß nicht warum. Jemand benutzt den Turm, um David auszuspionieren. Ich weiß nicht warum. Und ich will jetzt nochmal in das Haus. Und wir wissen jetzt ja ganz sicher, dass er ausspioniert wird. Dann, tja, entweder man sagt es ihm direkt, oder man geht erstmal zur Mrs. Doubtfire. Apropos Mrs. Doubtfire. Heute kam in den Nachrichten... Hallo, Sam. Kann ich irgendetwas für dich tun? Im Moment nicht, danke. Dass Robin Williams verstorben ist. Das stimmt mich doch ein bisschen nachdenklich, da er wohl an Depressionen gelitten hat und... Ja, es ist einfach... Dieser Mann hat eigentlich meine ganze Kindheit begleitet, ne? So wie viele, viele, viele andere Kindheiten wahrscheinlich auch. Und dass er dann selbst, also eine Person, die einem, die so vielen Menschen so viel Mut in verschiedenen Situationen durch die Filme oder durch seine Weisheiten gegeben hat, dann selbst an sowas wie Depressionen erkrankt, das ist ja eine Erkrankung, und da einfach auch nicht mehr rauskommt, das ist einfach nur tragisch, finde ich. Das ist so Ironie. Und noch schlimmer finde ich, aber was heißt noch schlimmer? Das ist Quatsch. Aber am schlimmsten finde ich eigentlich, dass immer, wenn, also es muss immer erst jemand sterben, dass im Fernsehen mal wieder richtig interessante und gute Filme kommen. Ansonsten hat man da diesen RTL 2 oder diesen ganzen Dreck, sage ich mal.
Und immer dann, wenn jemand stirbt, bringen sie alle die guten Filme nochmal so als Andenken. So als Ehrung quasi. Immer wenn man so einen Marathon dann sieht, fragt man sich sofort, ob jemand gestorben ist. Ne? Gerade bei Jackie Chan, die Filme kommen ja einmal im Jahr immer hintereinander. Abgeschlossen. Und ich ertappe mich halt jedes Mal dabei, wie ich dann denke, schon wieder ein Jackie Chan Film? Warum? Was ist los? Hat er Geburtstag? Nein, hat er nicht. Ist er gestorben? Nee, auch nicht. Okay. Also es sind immer solche Phasen und jetzt, also gerade jetzt wird definitiv so viele Robbie Williams zu sehen sein im Fernsehen. Und ich werde sie mir alle angucken. Und ich weiß ja nicht mehr weiter. Ich kann es gar nicht mehr erwarten zum Daedalus. Was übersehe ich denn? Unterhalb des Fensters sind Bäume. Ich kann runterklettern. Für den Fall der Fälle, dass ich irgendwann ganz schnell verschwinden muss. Unterhalb... Ich weiß gerade echt nicht, was uns noch fehlt. Hier ist ja auch nichts. Ich glaube, dass da drunter ist ein... Die sehen ziemlich alt aus und modrig. Die sehen ziemlich... Ich hab keine Ahnung. Nur noch hier und hier. Und bei beiden wüsste ich jetzt echt nicht, wie es weitergeht, ganz ehrlich. Und das hier leuchtet auch noch so blöd. Warum? Huch. Ah. Meadows und hier ist Ding. Ist hier noch irgendwas? Der Kaninchenbau? Sieht auch schön aus. Ich hab sowas von keine Ahnung. Wir können doch nicht da schon wieder rein. Ich meine, wir haben doch alles gemacht. Erschöpft langsam Verdacht. Ich kann gar nicht glauben. Diese Münze habe ich erhalten, weil ich das Rätsel alle... Kann ich das jetzt mit dem kombinieren? Die Fee passt zwar in die... Nein. Das mit dem Foto habe ich gut hingekriegt. Keine Ahnung. Schon wieder da oben überall rumrennen. Erstens gehen mir die Screens unheimlich auf den Sack. Die Ladebildschirme. Nagellackwappen, ja.
Nagellack. Ich weiß echt nicht, was wir hier noch sollen. Tür 202, 204. Dazu, ne? Können wir nochmal das Eingangsschild lesen. Da haben wir es. Das ist wirklich ein schönes. Das nimmt sie nicht. Frauenstatue. Die Statue einer verhüllten Frau. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Das hatten wir schon alles. Salon. Keller. Ich. I don't have any things of ideas. Geht sie jetzt ins Privatlabor vielleicht mal? Abgeschlossen. Verdammt. Hätte ja sein können, dass Mrs. Dalton die Tür offen gelassen hat. Ich könnte einbrechen, aber Dr. Stiles legt sehr viel Wert auf seine Privatsphäre. Er würde mir das nie verzeihen. Da hinten den kommen wir auch nicht. Der redet nicht mit uns. Sieht wie ein Mal dahinter klicken. Gurte, Vorhänge. Offen sind sie mir lieber. Zumindest bilde ich mir dann wenigstens ein, zu wissen, was hier los ist. Offen sind sehr zuvorkommend von Dr. Stiles, dass er sich... Ich wüsste im Moment nicht, was ich ihn fragen könnte. Das sind FM. Den Computer von Dr. Stiles sollte ich besser nicht anrühren. Er wirkt nicht so, als wäre er besonders nachsichtig. Nun gut. Mit Hilfe der Münze? Ja, schön. Das habe ich in Schalls Zimmer. Yeah.